Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder für euch einen kleinen Text von Arnold Ehret bzw. wertvolle Tipps für das Fasten. Wir haben jetzt den März, den Monat März, der Frühling ist da und viele gesundheitsbewusste Menschen legen in diesem Monat den Fokus auf Entgiften, Entschlacken und aufs Fasten. Ich selbst habe vor vielen Jahren den März, so Mitte, Ende März dafür genutzt, um ein paar Tage mit Wasser zu fasten, meistens zwischen 4 und 7 Tagen. Ihr findet die Hinweise zum Fasten in der Schrift Das rationale Fasten und diese Schrift wiederum findet ihr im Buch Gesunde Menschen Band 2. Ich verlinke euch die Bücher Gesunde Menschen Band 1 und Band 2 unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Es gibt auch kostenfreie Schriften von Arnold Ehret, zum Beispiel Vom Kranken zum gesunden Menschen oder die schleimfreie Heilkost oder auch einige Fastenbriefe. Den Link, wo ihr euch die Schriften herunterladen könnt, setze ich euch auch unter dieses Video bzw. findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Arnold Ehret schreibt: Diese Regeln habe ich zusammengefasst als wichtige Regeln, die man für das Fasten sorgfältig studieren und lernen sollte. Erstens, nach dem Fasten wäre es falsch, besonders nahrhafte Nahrung zu sich zu nehmen. Nach dem Fasten sollten alle Mahlzeiten eine abführende Wirkung haben. Zweitens, umso schneller die erste Mahlzeit durch den Körper wandert, umso effizienter werden die gelockerten Schleimstoffe und Gifte in Magen und Darm beseitigt. Drittens, falls kein guter Stuhlgang 2 oder 3 Stunden nach der ersten Mahlzeit vorhanden ist, sollte man mit Abführmitteln oder Einläufen nachhelfen. Jedes Mal, wenn ich fastete, hatte ich spätestens nach einer Stunde nach dem Essen eine gute Darmbewegung und fühlte mich sofort gut. Nachdem ich ein langes Fasten brach, verbrachte ich die folgende Nacht eher auf der Toilette als im Bett und so sollte es auch sein. Vor vielen Jahren war ich mal in Italien auf Reisen und nach einem Fasten trank ich 2 Liter frischen Traubensaftes. Sofort bekam ich einen wässrigen Durchfall von schäumendem Schleim. Fast unmittelbar danach verspürte ich solche ungewöhnliche Kraft, dass ich mühelos 326 Kniebeugen durchführte. Die gründliche Reinigung meines Körpers, das heißt die Entfernung aller Hindernisse, die nach nur wenigen Tagen Fastens erfolgte, erhöhte sofort meine Lebenskraft. Sie werden wohl erst ein ähnliches Gefühl empfinden müssen, um mir zu glauben. Erst dann werden Sie meiner Formel zustimmen. Die Lebenskraft ist gleich der Kraft, nachdem alle Hindernisse aus dem Körper beseitigt worden sind. Und Sie werden ebenfalls den Unsinn der angeblich wissenschaftlich entworfenen Speisepläne nach dem Fasten erkennen. Viertens. Je länger das Fasten dauert, umso besser wird der Darm nach der ersten Mahlzeit funktionieren. Fünftens. Jedoch nur Menschen, die längere Zeit von schleimloser oder schleimarmer Nahrung gelebt haben, also diese Übergangsdiät beachtet haben, dürfen nach dem Fasten Früchte essen. Sechstens. Allgemein kann man sagen, dass das Fastenbrechen mit rohem und gekochtem, stärkelosen Gemüse erfolgen sollte. Gekochter Spinat zum Beispiel ist besonders günstig. Siebtens. Wenn die erste Mahlzeit keinen unangenehmen Effekt hat, kann man so viel essen, wie man will. Nur eine kleine Menge Nahrung nach dem Fasten zu essen, für 2 oder 3 Tage, ohne dass es zum Stuhlgang kommt, ist wegen der kleinen Nahrungsmenge tatsächlich gefährlich. Achtens. Wenn Sie sich richtig auf das Fasten vorbereitet haben und Sie können Früchte nach dem Fasten essen und sollten keinen Stuhlgang nach etwa einer Stunde haben, dann essen Sie mehr Früchte oder eine Gemüsemahlzeit wie oben vorgeschlagen. Auf jeden Fall sollten Sie so lange essen, bis Sie einen guten Stuhlgang erleben, der Sie von dem Abfall befreit, der sich während des Fastens angesammelt hat. Jetzt folgen die Regeln während des Fastens. Erstens. Reinigen Sie den Dickdarm so gut Sie können mit Einläufen mindestens einmal pro Tag. Zweitens. Bereiten Sie sich auf ein längeres Fasten vor, indem Sie gelegentlich Abführmittel nehmen, auf jeden Fall am Tag vor dem Fasten. Drittens. Es ist wichtig, dass Sie so viel frische Luft wie möglich bekommen. Darum sollten Sie tagsüber möglichst draußen verbringen und nachts über die Fenster offen halten. Viertens. Wenn Sie sich kräftig genug fühlen, gehen Sie spazieren oder verrichten Sie leichte körperliche Arbeit. Wenn Sie sich müde und schwach fühlen, ruhen Sie und schlafen Sie so viel wie möglich. Fünftens. An Tagen, an denen Sie sich schwach fühlen, solche Tage werden kommen, wenn der Abfall im Kreislauf ist, kann es passieren, dass Ihr Schlaf ruhelos ist und Sie schlecht träumen. Dies wird verursacht durch die Gifte, die Ihr Gehirn passieren. Falls Zweifel und Vertrauensverlust Sie während der Fastenkur heimsuchen sollten, nehmen Sie sich dieses Kapitel vor und lesen Sie es immer wieder, genauso wie die anderen Fastenkapitel auch. Und vergessen Sie nicht, dass Sie auf dem Operationstisch der Natur liegen und es sich hier um die wunderbarste Operation von allen handelt und außerdem ohne Skalpell. Wenn Sie sich jedoch wegen der nun zirkulierenden Gifte besonders schlecht fühlen sollten, nehmen Sie sofort einen Einlauf,
Legen Sie sich hin und brechen Sie notfalls das Fasten. Rohes und gekochtes, stärkeloses Gemüse wie Sauerkraut oder gekochter Spinat sind zu empfehlen. 6. Wenn Sie eine Weile geruht haben, müssen Sie danach immer langsam aufstehen, ansonsten könnte Ihnen schwindlig werden, was dann eine recht unangenehme und etwas beängstigende Erfahrung ist. Anfangs schien mir das furchtbar und ich kenne eine Reihe von Leuten, die das Fasten ganz aufgaben, als sie dieses Gefühl spürten, obwohl es sich um eine harmlose Sache handelt, die nicht ernsthaft ist. Jetzt noch ein Hinweis zum Thema Fastengetränke von Arnold Ehret. Trinken Sie so oft Sie wollen, aber im Allgemeinen nicht mehr als 2 bis 3 Liter pro Tag. Je weniger man trinkt, umso radikaler funktioniert das Fasten. Während eines längeren Fastens sollte man zur Abwechslung auch mal Gemüsesaft trinken, der aus rohem, stärkelosem Gemüse besteht, zum Beispiel aus rohen Tomaten. Wenn ausschließlich Obstsäfte, zum Beispiel Orangensaft, während eines längeren Fastens genommen werden, dann muss man äußerst sorgfältig sein, denn die Obstsäfte können die Gifte zu schnell lösen, ohne dass es zu einer Darmbewegung kommt. Ich kenne eine Reihe solcher Obst- und Obstsaft-Fastenkuren, die vollkommen versagten, weil zu viel Schleim und zu viele Gifte gleichzeitig zu schnell gelöst worden waren. Sobald dieser Abfall einmal im Kreislauf ist, stört er alle Organe und kann schließlich nur durch den Kreislauf mit Hilfe der Darmbewegung eliminiert werden. Der Herausgeber des Buches Gesunde Menschen Band 2, in dem die Schrift Das rationelle Fasten von Arnold Ehret enthalten ist, schreibt jetzt dazu noch: Wir wissen über die optimale Entgiftung immer noch sehr wenig, weil in diesem Bereich kaum wissenschaftliche Forschung stattfindet. Es ist interessant, die verschiedenen Beobachtungen von Ehret, Gerson, Preuß und Sheldon kennenzulernen. Gerson benutze diese unglaublich vielen Säfte und gleichzeitig Kaffeeeinläufe, um die Gifte auszuleiten, etwa bei einem Krebsleiden. Sheldon empfahl nur Wasserfasten, dafür hatte er wenig Krebsheilerfolge. Preuß benutzte nur Gemüsesäfte ohne Einläufe und hatte trotzdem diese Erfolge. Vielleicht ist es auch von der Art des Leidens abhängig, welche Entgiftungstherapie die günstigste ist. Die Schriften von Arnold Ehret sind über 100 Jahre alt und ich empfinde sie immer wieder als zeitlos. Sie passen auch gut in die heutige Zeit, wenn man kleine Modifizierungen vornimmt. Das waren die zeitlosen Fastentipps von Arnold Ehret für euch. Hinterlasst gern eure Gedanken und Meinungen dazu unter diesem Video. Wie sieht es bei euch aus? Plant ihr aktuell eine Fastenkur? Und welche Tipps und Hinweise helfen euch am besten, um durch eine Fastenkur durchzugehen? Und mich würde noch interessieren, ob ihr mit Wasser fastet oder mit frisch gepressten Säften. Ich wünsche euch eine wundervolle, sonnige Zeit. Lasst es euch gut gehen, ganz viel Kraft und Zuversicht. Bis bald, eure Silke.